I'll be that young rapping dude, might just trap with you. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei unserem Star Wars YouTuber Epic Wars mit weiterer Star Wars Action hier auf der Star Wars Kanal. Für euch am Start, Leute, wir sind auf Friedhof der Giganten angelangt und es ist ein richtig geiles Gameplay hier auf der Seite der Rebellion. Könnt ihr euch ja reinziehen, es ist richtig gut geworden. Boah, die Runde war eigentlich voll chillig. Eigentlich richtig nice. Ja, Leute, ich wurde sehr, sehr oft gefragt wegen Abonnenten zocken, wegen Freundschaftsanfragen annehmen. Die Freundschaftsanfragen flattern rein ohne Ende auf mehreren Accounts. Aber Leute, das Problem ist, ihr könnt nur auf einen Account, nämlich die Freundschaftsanfragen an. Also schaut mal in die Beschreibung, schickt da eine Freundschaftsanfrage und ich sag euch mal, wie das alles abläuft. Mit annehmen und so. So, ihr wisst ganz genau, auf der Playsee gibt es eine begrenzte Freundesanfragenzahl und als Mensch weiß man nicht, wer dahinter ist. Also ich weiß jetzt nicht, wer jetzt gerade die Videos schaut. Ihr wisst ja, ich habe auch einige Hater jetzt am Start und deswegen muss ich halt alles so differenzieren und gucken, wer ist am Start, wer ist aktiv und wer verdient es auf die Liste, um immer mal zu zocken. Deswegen habe ich das so eingeführt, dass die aktiven Abonnenten, die wirklich aktiv sind, mit mir halt zocken können, die auf die Liste kommen und dann mit mir zocken können an bestimmten Tagen. Ich habe das in den letzten Wochen einmal die Woche gemacht oder so, habe das gut durchgezogen. Mal schauen, ob ich das diese Woche, morgen oder so auch nochmal mache, spontan. Auf Twitter bekommt ihr alles mögliche Bescheid, Leute. Wisst ihr, Twitter ist eure Anlaufstelle Nummer 1. Selbst wenn ihr keinen Twitter-Account habt, dann ja, speichert die Seite unter Favoriten oder so. Ist ja alles kostenlos, deswegen. Und ich habe mir Twitter auch seit paar Wochen erst gemacht, also ist richtig geil mit den Leuten zu kommunizieren. Schaut es auf jeden Fall euch an und ja, es hat nur Vorteile. Es gibt eigentlich keine Nachteile. So, ich weiß auch gar nicht, was man da aufzählen sollte als Nachteil. Da fällt mir nichts ein. Es ist halt nur ein bisschen zeitaufwendig. Ich weiß nicht, wenn ihr gerade so 2-3 Minuten habt, eine Anmeldung, ja, das ist das einzige Problem. Aber 2-3 Minuten am Tag, ich meine, mein Gott, ey, das ist doch nicht die Welt. Ja, Leute. Abonnenten zocken, also aktiv sein. Was bedeutet aktiv sein? Aktiv seid, ihr seid aktiv, wenn ihr kommentiert und das Video bewertet. Ich bin nicht Like-Guy, ihr könnt auch Disliken, aber dann bitte konstruktive Kritik in die Kommentare eliminieren, so dass ich mich verbessern kann oder sagen, hey, das hat mir nicht so gefallen, dass du hier so und so das und das gemacht hast und dann wird das auch geändert, so weißt du. Ich höre auf die Community, weil manche Leute denken, ich habe voll viel Abonnenten oder weiß nicht, ich bin ein großer YouTuber, der einfach auf niemanden hört, sein Ding durchzieht. Nein, Leute, ich will mit euch zocken und ich höre auf eure Feedback, auf euer Feedback. Wenn ihr irgendwelche, ich habe zum Beispiel jetzt mitbekommen, ihr wollt unbedingt Challenges, das würde ich vielleicht demnächst einführen, ich weiß es nicht. Ihr kommt darauf an, wie das mit den Lobbys weitergeht, ich kann euch da nichts versprechen. Wenn ich weiß, was ich meine, ja, poste ich das mal in den Link rein, das ist auch halt der Anfang vom Ende, das Video, kann sich das auch nochmal reinschauen, falls ich das vergessen habe, den Link zu posten, einfach dann mal schauen, einfach runterscrollen. Ja, deswegen, ich muss mal gucken, Connection-Sache und die Lobbys, manchmal finde ich nur leere Lobbys, also fast tote. Man kann das noch einigermaßen spielen, aber es wird immer schlimmer und die Spieleranzahl sinkt und deswegen kann ich euch da nicht so viel versprechen, weil wenn ich es euch verspreche und dann nicht einhalte, ist das auch sehr passiv von meiner Seite aus und deswegen lieber keine Versprechen und ja, deswegen machen wir das erstmal so. Wenn es kommt, dann kommt es, wenn nicht, dann nicht, müssen wir halt gucken. Ich habe sehr, sehr viele Challenges bekommen oder beziehungsweise Anfragen von Videoarten. Ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf ergehen lassen, Leute. Ich weiß echt nicht, wie das weitergeht, ob ich da einfach nur Live-Gameplays raushaue. Und manche wollten wieder auch Kill-Duelle sehen, was sehr, sehr geil ankam. Also womit wir den Kanal eigentlich aufgebaut haben am Anfang mit. Die Stammzuschauer wissen, was ich meine. Wenn er noch nicht so lange dabei ist, muss man runterscrollen. Die Kill-Duelle. Und ja. Ja, es gibt, glaube ich, eine Playlist. Schaut mal in die Playlist. Ja, genau. Schaut mal in die Playlist. Wer mit dem Smartphone guckt, der muss einfach nur nach rechts immer scrollen von meinem Kanal. Da schaut ihr, seht ihr auch die Playlist, dann Kill-Duelle und so. Ja, das ist auf jeden Fall das, was sich die Leute auch wünschen. Halt Challenges, Kill-Duelle und so.
wie gesagt, euer Feedback ist angekommen. Ich muss halt gucken, wie das zeitlich bei mir passt und halt, ob ja, diejenigen, die mit mir Kill-Duelle machen wollen, ob die auch Zeit haben, wann es einfach passt. Und deswegen muss man halt da auch schauen, wie das mit den Lobbys ist und so weiter. So, aktive Abonnenten, aktives Abonnentenzocken findet einmal in der Woche statt, wenn ich es schaffe. Wenn nicht, dann eben nicht. Ihr wisst ja, wie das ist. Arbeit und ja, private Sachen gehen halt manchmal vor. Manchmal ist gut, ne? Man muss halt durchziehen, ne? Ich habe auch keinen Bock drauf die ganze Zeit. Ich will ja auch mein Leben chillen, aber ich komme nach Hause und dann bin ich auch wieder voll unter Stress und ich bin voll tot. Ah, naja, so ist das Leben, ne? Kann sich halt nicht alles so gern zurecht machen, wie man es gerne machen wollte. Würde. Ja, Leute. Also, Abonnenten zocken, edit den Account und seid aktiv. Aktive Abonnenten, wirklich. Bewertet das Video und kommentieren. Es muss nicht ein ganzer Satz sein, wie, oh nein, jetzt muss ich mir wieder einen Satz überlegen. Schreibt doch einfach mal nice in die Kommentare oder GG für die gute Runde. Einfach GG, zwei Buchstaben. So. Das hat noch nie jemanden umgebracht oder das hat noch nie jemanden so, oh scheiße, jetzt habe ich mein Fußballturnier verpasst, weil ich bei Epic in die Kommentare GG schreiben musste. Oder nice, vier Buchstaben. Das ist noch nie vorgekommen. Ich kam zu spät zur Schule, weil ich voll so beim Lehrer so antatzen, ja, tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich muss noch ein Video ja, kommentieren von einem Star Wars YouTuber. Tut mir leid. Und dann die Lehrerin so, wer denn? Epic Wars. Und dann kommt die Anzeige von ihr. Leute, das, sowas wird nicht passieren. Einfach nur, da wirklich. Es ist nicht so, dass ich irgendwie davon was habe, wenn ihr kommentiert. Ich kriege gerne kein Geld durch YouTube. Ne? Ihr wisst ja, dass ich das hobbymäßig mache, Leute. Ich habe mir auch keine Videos. Werbung geschaltet hier auf meinem Kanal. Auf die neuesten Videos. Und ja, mich zu dem Schritt entschieden, weil einfach das sowieso nicht lohnt. Deswegen ist das auch schwachsinnig, für euch da irgendwie Werbung anzudrehen. Ja, deswegen nimmt da einfach mal Rücksicht, Leute. Macht das einfach mal. Würde mich sehr freuen, wenn diese Aktivität am Start ist. Wie gesagt, wenn ihr mich supportet, dann dürft ihr auch in die Liste, weil ich bekomme echt, ihr müsst das mal von meiner Seite aus sehen. Der eine oder andere sagt, ah, ist ja scheiße, man, immer Dings hier kommentieren und so. Ja, aber ihr müsst das einfach von meiner Seite aus sehen, Leute. Ich krieg wirklich zu viele Freundesanfragen. Vielleicht kann ich das euch einblenden oder so, kann ich das euch im Livestream mal zeigen, wie viel ich habe. Ich habe auf einem Account habe ich 300 oder 400 Freundschaftsanfragen, auf den anderen Account habe ich wieder 30, 40. Dann bekomme ich auf den Abonnenten-Accounts, verspreche for the win, auch noch wieder voll viele Accounts. Und ja, wie soll ich das denn alles dann halt wissen, wer korrekt ist und wer aktiv ist, wer mich überhaupt noch guckt, wer überhaupt abonniert hat, wer mich überhaupt noch kennt oder einfach nur im Livestream kurz vorbeigeguckt hat und sofort mitspielen will. Das ist ja auch immer geil, die Leute kommen in den Stream und der erste Satz, den die sagen, hey, kann ich mitspielen? So der erste Satz, ich denke mir so, Alter, was? Guckst du in den Stream? Ist ja Livestream so, weiß nicht, ist ja kein Mitspiel-Video-Plattform oder sowas, wie man das auch nennen will. Weil man findet ja auf Facebook oder so bestimmte Gruppen und da kann man mit den Leuten einfach kommunizieren, mit denen dann spielen. So. Da muss man nicht extra auf Livestream-Plattformen gehen. Finde ich irgendwie voll komisch, dass die Leute das machen. Aber nein, wie dem auch sei, jeder ist ja ein bisschen anders da. Ja, Leute, einfach da wirklich aktiv sein und ich nehme aktive Abonnenten an. Wenn ihr mir eine Freundschaftsanfrage schickt, dann schickt euch auch euren YouTube-Namen mit, damit ich sehen kann, oh, der ist wirklich aktiv und der bewertet und der kommentiert. Ja, perfekt, dann kommt ihr auf die Liste. Ne? Ich habe ja schon viele, viele Leute angenommen und viele, viele nutzen das Privileg natürlich dann aus. Aber bleibt auch aktiv, Leute. Bleibt auch aktiv, auch wenn ihr auf der Liste seid. Denn irgendwann heißt es zu voll, deine Liste ist zu voll. Ihr wisst, die PlayStation-Liste ist begrenzt. Und ja, irgendwann wird das dann aussortiert und dann gehen die Leute natürlich, die nicht aktiv sind, gehen dann halt raus. Das ist ja irgendwo auch logisch, oder? So, Leute, dann die nächste Sache. Abonnenten-Account, ich spiele mit Malaragons Account, hier bin ich gerade noch auf dem Abonnenten-Account anwesend, hier beim Gameplay, aber der Junge, der gute Malaragon, bekommt in der letzten Zeit sehr, sehr viele Nachrichten und ja, viele Freundschaftsanfragen und wird dauernd auf Partys eingeladen und so weiter. Leute, das bin nicht ich, das ist der gute Malaragon, der mir diesen Account zur Verfügung gestellt hat, mit dem ich zocken kann, ab und zu, nicht immer, wenn ihr Malaragon in der Lobby seht, einfach so,
dann wisst ihr, dass ich das nicht bin, weil ich nutze entweder diesen Account für ein paar YouTube-Videos aus oder halt im Livestream chillen. Das ist da, also ich will den Level, ich will den Account halt aufleveln. Wie gesagt, wer das Video nicht kennt, muss mal runterscrollen. Ich verbessere euren Account, ja, level das auf, verbessere eure Statistik und so weiter. Alles kostenlos. Deswegen, Leute, ihr müsst da einfach mal Rücksicht nehmen und den Jungen in Ruhe lassen. Denn er ist nur ein Abonnent, so wie ihr. Und deswegen, ja, lasst ihn einfach nur mit der Nachricht und mit der Party-Einladung. Er will auch natürlich zocken. Hier war ein komischer Button, hab ich gerade gesehen. Ich weiß nicht gerade, ob ich das gerade hier reingeschnitten habe, weil das ja nicht synchronisiert ist, das Bild mit dem Ton. Aber, ja, mir wird es einfach komisch, manchmal Star Wars oder die Bugs und so, Leute. Manchmal denkt man sich, hä, schon wieder ein neuer Bug? Was ist denn jetzt los? So, weißt du? Das ist immer erstaunt. Ich weiß auch nicht, wo das immer so herkommt, auf einmal diese Bugs. Und hier klappt er mir hier. Wie gesagt, Leute, ist nicht synchronisiert, aber schon voll bitter, wenn ich das wieder sehe, das Video hier vor mir laufen, ne? Nee, Mann, das geht nicht. Ja, Leute. Wir verbleiben so, oder? Wir verbleiben so. Ach ja, übrigens gibt es da wieder die Experten, die meinen zu denken, dass ich in deren Lobby war und ich spiele halt irgendwas mit 13, 15 oder so. Und der andere hat mich 20 Mal getötet. Also ich spiele 13, 15, 20 Mal getötet. Klappt ja auch dann wunderbar auch schon irgendwie. Ne? 13, 15, also 15 Mal gestorben, aber er hat mich 20 Mal getötet, alles klar. Das bin nicht ich, Leute. Das bin nicht ich. Also haut nicht irgendwelche Sachen raus. Also jetzt an die Leute, die meinen zu müssen, die müssen den Kanal seit Tag 1 immer die ganze Zeit hier schlecht bewerten und immer aktiv dabei sein und ja, immer disliken, negative Kommentare und so. Ich weiß auch nicht, was die damit erreichen wollen, weil das juckt mich ja im Endeffekt nicht. Was mich juckt, ist halt das, was auf der Arbeit gerade passiert, aber das ist so ein anderes Thema. Das ist mir mehr im Herzen, ey, als so kleine Firlefanz-Leute, die dann halt Hate-Kommentare schreiben. Also Leute, einfach aktiv bleiben und ich bin das nicht in eurer Lobby. Das ist Malaragon, er will nur chillen. Und wie gesagt, das ist jetzt dieser Account. Vielleicht habe ich jetzt mittlerweile einen neuen Account, wer weiß, und ich werde da chillen. Also achtet nicht auf die Gameplays, auf den Dings, Namen. Oh, so heißt der, dieser YouTuber, halt PSN-Namen. Nein, das bin nicht ich. Ich habe mehrere Accounts zur Verfügung, weil ihr müsst euch einfach mal das so vorstellen. Das Gameplay ist schon etwas älter. So, mein YouTube-Kanal ist über die letzten 4 Monate, ihr habt es wahrscheinlich gesehen und danke dafür, Leute, für 2000 Abonnenten. Also 2000 Abonnenten-Special will ich auch noch machen. Bin ich ja eigentlich verpflichtet zu, weil sowas gehört sich einfach. Das will ich auch noch machen, danke dafür. Aber in den letzten 4 Monaten habe ich so einen Abonnentenzuwachs bekommen, dass die Leute in der Star Wars Community sich schon, ja, gesagt haben, okay, den kennen wir. Das ist der und den kennen wir. Und wenn ich in deren Lobby bin, mit meinem Hauptaccount oder Abonnentenaccount, wenn die das schon lesen, ne, was, weil viele das kennen, außer die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind und denken, ich bin immer noch Malaragon, das will ich nicht. Die wissen genau, dass ich das bin und wollen dann halt quasi da mit einem ATSD gleich auf den Helden gehen oder wollen halt mich die ganze Zeit töten, weil sie sich halt denken, oh, wie ist der eigentlich, schaffe ich den zu töten und so, ist der vielleicht gut, vielleicht bin ich ja besser als er und so weiter und dann stellen sich halt solche Ziele und ja, dann leidet natürlich das Gameplay drunter. Deswegen ist das mit den Abonnenten-Accounts ist auch eigentlich für mich eine gute Sache. Ich mache es ja auch kostenlos, Statistik zu verbessern, aber auch so ein bisschen diese Anonymität, die im Netz dann bleibt, das ist auch gut. Weil ihr müsst euch das einfach vorstellen, nicht nur die Leute, die mich hier auf YouTube abonniert haben, kennen mich, sondern manche auch auf PlayStation oder halt auch auf Facebook, die eine Situation gab es auch mal mit dem einen oder anderen Team, Clan, weiß nicht, was das genau war. Ja, wer sich noch dran erinnern kann von den ganz alten Zuschauern, weiß genau, was ich meine. Ja, Leute, so viel eigentlich dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch hinzuzufügen habe. Es ist wirklich so, dass ihr mit mir zocken könnt. Das ist nicht irgendwie so, oh, kann ich überhaupt mit denen spielen? Einfach nur aktiv sein, dann mit mir zocken. Und schaut auf Twitter, Leute, nicht immer denken so, ey, wann zockst du denn wieder, wann zockst du, wann kann ich mit dir spielen und so. Einfach Twitter schauen. Ich poste einfach nur, zack, hey, heute Abonnenten zocken, aktives Abonnenten zocken, 20 Uhr auf Twitch, seid einfach dabei und zack, müsst dabei sein. Einfach chillig dann einschalten,
Freundschaftsanfrage schicken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann zack, seid ihr dabei, könnt mit mir zocken. Einzeln mit jemandem zu zocken, das geht natürlich nicht, weil ich sehr zeitlich begrenzt bin. Wie gesagt, Leute, YouTube ist mein Hobby und ich arbeite 8 Stunden. Und die Fahrt und so ist schon mal noch eine Stunde, also 9 Stunden bin ich auf Achse. Dann kommt noch Duschen, Essen und ja, chillen, relaxen. Dann gehe ich nochmal ins Sportstudio, ja, ins Fitnessstudio. Und Fahrschule kommt jetzt auch noch. Also ja, ich habe volles Programm. Deswegen konnte ich auch in letzter Zeit nicht so viel livestreamen. Ist ja irgendwie logisch. Aber naja, ist halt so, wie es ist. Aber auf YouTube bleibe ich aktiv. Und ja, Leute, ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das Gameplay ist eigentlich so gut auch wie zu Ende. Oh, das Deutsch. Aber ein 100 plus reingeklatscht, Leute. Auf natürlich auf euren Nacken. Und ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ihr könnt ja gerne mal das in die Kommentare schreiben, ob ihr das so gut findet, wie ich das mache mit Abonnentenzocken. Weil, wie gesagt, ich mache das auf im Livestream. Manche Leute enden einfach nur Leute und machen das dann halt einfach nur so. Aber das ist für mich einfach besser, wenn ich das im Livestream mache. Weil da sind die Leute auch anwesend und können mich dann gleich adden. Und wenn was ist, kann ich direkt mit denen kommunizieren. Livestream, ihr wisst ja, die Leute was schreiben, was im Chat. Ich kann sofort darauf reagieren, sofort die Antwort raushauen. Ja, das ist einfach die direkteste Kommunikation eigentlich. Boah, so viel dazu, ne? Ja, Leute, das Gameplay ist zu Ende. Wieder ein 100 plus Gameplay. Wie gesagt, ich habe noch so viele Gameplays, also an Gameplays wird es nicht mangeln. Wir werden die Zeit überstehen. Denkt dran, bald Star Wars Battle von 2 Hype. Natürlich, der Trailer kommt bald raus. Und ja, das werden wir uns dann natürlich auch anschauen. So, Leute, ich bin raus. Haut da rein. 112 zu 7. Ne, unter 10 Tode, Leute. Macht's gut, haut da rein. Und bis zum nächsten Mal.